Wie funktioniert das Prinzip des Solarkochers? Ganz einfach, das nennt man Parabolspiegel. Das heißt, die Sonnenstrahlen werden gebündelt. Das heißt, die Sonne im Sonnenstrahl fällt hier ein und wird dann auf dem Prinzip auf dem Brennpunkt fixiert. Das ist das gleiche Prinzip wie im Prinzip bei beim Vergrößerungsglas, da kann man ja im Prinzip Heu entzünden, da wird einfach die Strahlung gebündelt auf einen Punkt und da hat es dann, dort sind es zwischen 220 und 230 Grad. Mhm. Genau. Und wird es nur in Deutschland eingesetzt, oder? Das soll im Prinzip für Afrika sein, weil in Afrika gibt es sehr, sehr viel Sonne und die Leute können dort im Prinzip, dann müssen nicht die Wälder oder die Gebüsche abholzen, sondern können dort dann aufgrund der vielen Sonnenenergie natürlich alles kochen mit dem. Also man kriegt hier, man kann Würstel grillen, man kann im Prinzip kochen, also Wasser heiß machen, jetzt Popcorn braten. Mhm. Auch Teig kann man natürlich über 22 Grad lang, das ist ein bisschen, dass man ein bisschen länger das auf dem Ofen liegen lässt, aber also man kann auch backen mit so einem Gerät. Don't be sick, don't look back, my girl. Also, wenn Sie es probieren.